Herzlich willkommen. Hier ist euer Drachen 83. Mit dabei sind. Watercapecrafter, hallo. Urmischen. Und der Peinecraft. Ja, bald Weihnachten. 3 Tage noch. Yay! Yay! Schön. So. Heute haben wir was? Türchen 21. Ja. Eine Kampfbiene. Ja. Ja. Da müssen wir nicht mit nah rangehen, da ist sie. Die Kampfbiene. Wir müssen hoch. Wir müssen hoch, ja, wir sind ja schon da. Ja, alter Mann ist kein D-Zug, so. Immer mit der Ruhige. Genau. Das ist ja hier. Oh. Oh. Schalker Kiste. Hier so am Rande so. Weihnachtszeller. Schalker. Ja, sieht gut aus. Weihnachtsteller. Teller. Ja, ich weiß, wo die 23 ist, aber ich weiß nicht. 23 habe ich auch schon gesehen. 23 habe ich gesehen. 22 habe ich nicht gesehen. Ich weiß, wie die 24 ist. Das weiß ich auch. Nein, wir brauchen die 22. Die ist mir noch gar nicht über den Weg gelaufen, aber wir können uns erstmal vom Haus hier sammeln. Also, da ist die 23. Genau, das habe ich auch gesehen. Die ist ja nämlich so am Rand. Oh. 23 müsste hier sein, am Rand. Hier, ich habe sie. Im hier. Außenbereich. Jo. Dann wird's aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die 22 schon mal gesehen habe. Okay. Ja. Ich weiß nicht, wo. Oder außerhalb, das weißt du nicht, ne? Auf dem Berg. Ich hab's. Was für ein Berg? Was ein Berg? Was für ein Berg? Was denn für ein Berg? Hier, ja. Kinder. Ah. Hier, Kampfkeks. Ja, warte. Hier hoch. Genau, hier. Wie wär's mit Koordinaten? Da finden wir andere das auch. Warte mal, hier, ich renn Ramona mal hinterher. Hier, Kampfkeks sehe ich auch schon. Ja. Das ist ein Hügel, kein Berg. Ja, das ist der Hügel. Hä? Das ist hier. Achso, hier ist das Gebäude. Da. Ja. Ah. Ramona steht im Weg. So, wo denn geht da? Rein und bringt Glück herein. Ja, genau. Ach, hier hinten. Das, wir müssen das melden, das geht nicht. Cool, das ist da oben. Funktioniert schon wieder nicht. Ja, muss halt nicht cheaten, Alter. Cheater, ey. Nimmst du Droge oder was? Nö. So. Ja, gut. Was glaub, meinst ich sage, du denn das jetzt damit? Haben wir das hinbekommen hier, aber die 22 gefunden. Ja. Ist doch gut. Ja. Ist doch super. Hat ja gut geklappt. Hat sehr gut geklappt. Dann sehen wir uns morgen wieder. Würde ich sagen, morgen, ne? Ja, bis morgen. Alles klar. Erstmal. Jo, bis morgen. Tschüss. Hallo, liebe Minecraft-Freunde von da und fern und willkommen bei einer weiteren Aufnahme hier auf Unlimited World mit dem Adventskalender Türchen Nummer 22. Mit dabei sind... Ramona 83, der Drachen 83, Kampfkeks. Geil. Und der Peinecraft. Der Kampfkeks heute mit Pferd hier drin, Leute. Ist das nicht geil? Ja. Ich dachte, was steht denn da an der 22 im Pferd rum? Und da steigt doch gleich der Kampfkeks auf. Hoch zu Rosse, der Herr heute. Ja, Freunde, Türchen 22. Wir haben es fast geschafft. Noch 2 Türchen, die wir aufmachen müssen. Und ja, wird spannend. Mal sehen. Auf die Seite. Ja. Lass mal die Dame dran. Tretet ein, bringt Glück herein bei Sonnenschein. Oh ja, wie fein. Hier ist die 22. Oh, bam. Was haben wir denn da? Oh, was ist das denn? Wir haben gekriegt Lametta vom letzten Jahr. Was ist das hier? Das ist aha. Blackstone. Ah, das ist so ein durchzogener Blackstone, Schwarzstein. Ja. Ich glaube, es ist ja mit dem Gold drin, ne? Ist ja interessant. Ja. Richtig. Cool. Ja. So, okay. Das ist Türchen 22. Jetzt müssen wir zur 23. So, ich kann nur den Kopf sitzen. Frechheit, ich wollte am Kampf gehen. Reitet voran. Wir folgen euch. Ja. Genau. Der Kampf gegen reitet voran. Ja, komm, das wird cool. Und wir folgen ihm. Doch, wie schnell er abbüßt da. Zack. Ja, ich darf nicht ganz so schnell machen. Voll mit dem Ross, ey. Ich hab's. Du hast sie. Ja. Das ist ja schon da. Ja, das ist doch ein kurzer Weg. Ja. Das war ein kurzer Ausritt für den Kampf. Kurzer Schritt. Wo ist denn das Ding hier? Oben? Ah, hier. Ah, da ist die Nummer 23, Freunde. Die werden wir dann morgen machen.
Ja, dann sind wir heute schon wieder fertig. Ja. Mhm. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ade. Dann ciao. Oh. Herzlich willkommen hier auf dem Server Unlimited World, hier zum Adventskalender. Heute haben wir den 23. und ja, mit dabei sind... Water Cave Crafter, hallo! Arken 83. Kampfkeks! Yay! Vorletzte Türchen heute! Ja. Freunde, das ist so schön! Ja! Wenn ich das richtig mitbekommen habe, morgen jeder alleine, genau, oder? Genau, morgen machen wir jeder alleine. Oder heute um nach 24 Uhr. Können wir auch machen. Oh, was haben wir denn da gekriegt? Weihnachtsstern. Ein Weihnachtsstern, der sieht ja interessant aus. Die sind wahnsinnig teuer zum Craften, das sage ich euch. Der hat so wertvoll, sagst du, so Lodestone. Ja. Also Ramona, nicht wegballern, ne? Weißt du, für Scheiß. So, hier ist nochmal die 23, da kann man sie sehen. Da ist sogar noch Wuffi. Hallo, Wuffi. Wuffi, 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 Wuffi. Wuffi. Ja, keine Ahnung, wem Wuffi gehört. So, guck mal, hier ist der Mega Wale. Ah. Oder so. Kampfgegner ist. Was? Das Pferd läuft weg hier ohne Kampfgegner. Guck mal, haut einfach ab hier. Ist er verstehen? Selbstständig. So, da ist er. So, 24 müsste, glaube ich, ziemlich einfach sein. Das war ja immer da in dieser Fabrik drin. Ja. Jetzt müssen wir die nur suchen. Aber das. Unterwegs? Sachen sind schon unterwegs. Na, dann mal los. So, unser König reitet voran. Ja, sehr schön. Durch den Schneesturm. Ein. Aber der König hat keine Krone an. Ja, braucht der hat sogar noch was Besseres an. Der hat einen schönen Dia an da. Genau. Ich hab gedacht, der Unterhose. Das wäre doch mehr wert als Gold. So eine Goldkrone. Mhm. Sogar eine komplette Dia-Rüstung. So. Hier ist Wald. Hier ist Wald. Oh, das ist durch den dunklen Wald. Dann gehen wir mal hier lang. Genau. Jo. Gucken wir uns mal das hier an. Sieht schon besser aus, ja. Das ist jetzt ziemlich abseits da, die Fabrik, ne? Genau, hier geht's lang. Über die Brücke müssen wir. Ich glaube schon, ne? So war das ja immer. Ja. Jo. Ach was? Für was die Brücke? Oh ja. Sehr schön. Ich lauf im Schnee. Auch gut. Auch hier schöne Atmosphäre einfangen. Sehr gut. Jolly Jumper. Ich hoffe, dass ihr bald da seid. Ja, wir sind unterwegs. Wir tanken hier nochmal ordentlich Atmosphäre auf dem offiziellen Weg. Tut mir leid. Fabrik ist nicht geöffnet. Ihr müsst leider das Geschenk privat abholen. Na. Ja. Oh, hier haben sie ein bisschen was Neues gemacht. Das sieht anders aus als letztes Jahr. Was? Hier, wenn du so rechts runter guckst, hier zu dieser, guck mal, da war doch immer so ein See oder was oder ein Berg. Das sieht ein bisschen anders aus. Okay. Finde ich sogar so. Ja, 24. geöffnet. Ja, das war doch ein Witz. So, und dann sind wir wieder da. Da ist unser Coca-Cola-Truck. Den können wir natürlich schon mal festhalten. Mhm. Genau. Ja. Könnt ihr auch wieder reingehen hier. Wie jedes Jahr. Das kennen wir schon hier auf Unlimited. Gibt es eine Cola? Den kannst du da reingehen. Nicht. Also hat sich jetzt nicht viel verändert. Also mich würde jetzt wundern, wenn jetzt hier wirklich was Neues wäre. Ich weiß ja nicht, Kampfgegner hat schon was Neues entdeckt? Nö, bis jetzt noch nicht. Ist ja noch zu! Ja, ist noch zu. Okay, das ist neu. Okay. Ja, das ist neu. Noch... Letztes Jahr konnten wir nämlich reingehen. Okay, ja. Wir haben was Neues, ist ein Schild dran. Die Weihnachtswerkstatt öffnet am 24. Dezember. Okay. Ja, da müssen wir bis 0 Uhr warten hier. Ist ja unglaublich. Da gibt es einen Geheimeingang hier oben. Rachel, du bist da oben nicht. Schon? Ist da ein Geheimeingang? Nein. Durchs Fenster durch? Aber schöner Ausblick ist da oben. Ja, das stimmt. Ja, würde ich sagen. Haben wir geschafft. Haben wir es geschafft für heute. Ja. Wünsch euch frohe Weihnachten. Die, wo ich nämlich sehe. Und die, wo Lust haben, können ja um
24 Uhr vorbeischauen. Oh ja, sehr schön gesagt. Danke, danke. Mhm. Das gebe ich auch. Wünsche euch auch allen schönes Fest. Lasst es euch gut beschenken hier und schön essen und so. Und wer Bock hat, der ist heute Abend dabei. Ansonsten sehen wir uns ja nach den Festtagen wieder. Ja. Bis dann. Tschüss. 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 Ciao. Hallo, liebe Minecraft-Freunde von da und fern und willkommen beim Adventskalender Türchen Nummer 24. Heute ist Heiligabend. Genau. Und hier ist auch richtig Action. Na, Freunde, ich bin ehrlich. Natürlich, wir haben es gerade 2 Minuten nach 24 Uhr. Ich habe es euch gestern ja schon angekündigt, dass wir alle hier einzeln, wie gesagt, jeder für sich aufnehmen, weil, ja, ist klar, weil, ja, am 24. geht man zu Eltern und so, ne, ihr kennt das. Und, ja, dann treten wir mal ein hier mit den anderen. Die gucken sich das alles jetzt hier erstmal ein bisschen an. Finde ich gut. So, ja, frohes Fest. So, hier ein bisschen, ne, Geschenkefabrik. Das kennen wir alles. So, hier gibt es die grünen Geschenke. Schön Fließband. Hier. Oh, die sehen schön aus hier. Ne? Die sehen super aus. Ich muss direkt mal gucken, wo hier die Kisten stehen. Vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass wir hier die einzelnen Kisten auch noch so als Geschenk oder so haben. Ja, die sind immer so schön dann. Die sehen immer toll aus. So, wo geht's los? Hier geht's los. Zack. Und dann fahren wir mal eine Runde nach oben. Wow. Ziel angekommen. Hey! So, und hier ist richtig Action hier. Hier stehen sie alle rum hier. Wunderbar. Und wollen wir mal schauen hier, wo das Ganze hier ist. Ja. Schön Kamin, kann man sich aufwärmen. Toll. So, und da kann man sich dann was abholen. Ich bin mal gespannt, ob das ein Weihnachtsmannkopf ist. Also letztes Jahr gab es, glaube ich, so einen Weihnachtsmannkopf. Nee, Geschenke haben wir bekommen. Oh! 2 Truhen. Ein Weihnachtsgeschenk und hier. Toll, Freunde. Super. Sehr, sehr schön. So, dann gucken wir uns mal noch an hier am Weihnachtsmann. Kann man sich erstmal alles angucken. Hier ist der Christbaum. Mit Kugeln. Klasse. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist hier wieder. Wo ist denn hier das Teil, wo man hier. Hä? Wo ist der? Wo ist der Knopf? Hier ist der Knopf. So, Achtung. So, jetzt können wir wieder runterfahren. Und dann haben wir es geschafft, liebe Freunde, für 2020. Wie immer können wir uns die große Frage stellen, ob 2021 dann vielleicht eine neue Welt tatsächlich gebaut wird. Die dann sein wird, weil die kennt man natürlich, wobei das ist schon geil hier, ne? Also gerade so 24 hier, so, das finde ich schon toll gemacht. Ich kann es ehrlich sagen, finde ich richtig gut. So, unten sind wir. Ja, und dann können wir immer sagen, schönen Dank, lieber Weihnachtsmann. Und hinaus in den Schneesturm. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einmal nochmal Richtung Spawn zusammen. Und dann haben wir es für dieses Jahr geschafft. Können wir nochmal kurz hier so ein bisschen Atmosphäre vielleicht einfangen. Ich laufe hier mal ein bisschen querfeldein. Ich glaube, das geht schneller. Ist wie gesagt schon ein bisschen spät und ich will mich auch noch ausruhen. Ich muss das Video ja noch rendern und dann natürlich auch sofort hochladen, so dass ihr dann wirklich noch ein bisschen was davon habt. Dann könnt ihr euch das nämlich einteilen, wann ihr euch das Ganze anguckt. Und ich bin wirklich gespannt, ob wir dieser Welt hier dann mal AD sagen können oder ob es dann wirklich nächstes Jahr die gleiche Welt gibt. Also wir können ja Wetten abschließen. Sollte ich mir vorher vielleicht die Nummern alle noch notieren? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da oben ist übrigens wieder dieser schöne, ja, Rentierschlitten, der da durch die Luft fliegt. Tolle Sache. Ja, mein Fazit hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, zweifelsfrei. Das ist immer lustig, auch mit den anderen. Ich habe schon vorhin noch gesagt, in Discord, wo wir uns getroffen haben, dass ich das dieses Jahr sogar noch geiler fand, weil wir einfach
ja, das auch öfters zusammen aufgenommen haben und das war schon irgendwie cool gewesen. Also ich muss sagen, ja, hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns natürlich hier wieder beim Wichteln, Leute. Ne, hier ist der Spawn und ich glaube, ab 25. kann man hier wichteln. Die sind ja alle noch voll so im Wichtelfieber. Das können wir hier schön beobachten. Und deswegen kommen wir dann natürlich nochmal in diese Welt hier, in diese Karte zurück. Und dann schauen wir uns das Ganze an. So, jetzt sind wir erstmal am Spawn. Und ist das da Kampfkeks? Ne, ich dachte gerade. Und hier haben wir gerade noch ein bisschen was bekommen. Ein bisschen Brathendel und ja, Winteratmosphäre. Also Freunde, ich werde auf jeden Fall noch eine Folge aufnehmen, denke ich, hier von diesem Winterspektakel. Aber jetzt gehe ich erstmal selber ein bisschen Weihnachten feiern. Und ich wünsche euch heute noch ein schönes Fest und lasst es euch gut gehen. Bis dann, frohe Weihnachten. Tschüss.